Moin, moin und willkommen zurück zu The Outer Worlds in Edgewater. Und ich war noch gar nicht in der Kneipe drin, ne? Kann man hier so machen? Wir haben gerade Gegenstände verkauft. Ich habe Parvati auch ein paar neue. Ich habe ihr so eine Axt gegeben. Die Elektrowaffe vertraue ich noch nicht wegzukaufen. Wo, warte mal, Schaden pro Sekunde. Schaden pro Sekunde. Also sie hat zwar Schaden hier 16 mehr. Aber Schaden pro Sekunde ist hier höher. Nee, komm. Aber sie hat eine andere Pistole bekommen. Eine kleinere, aber die macht mehr Schaden. Kleidung wollte ich nochmal gucken. Tech-Fähigkeiten plus 5. Zweihand, aber es ist nur Einhand Nahkampfwaffe. Die hat eine Zweihand, da kann ich die auch verkaufen eigentlich. Das können wir dann noch machen, die zwei Klamotten nochmal verkaufen. Ist das ein Helm? Oh, warte mal, ist ein Helme? Oh ja, aber bringt dir nichts, weil Einhandwaffe. Oh, kann ich jetzt nicht wegnehmen? Das ist ja ganz bescheiden. Warum kann ich jetzt nicht einfach das wieder wegnehmen? So, toll. Man kann sich das angucken. Wow. Ich hätte gern Parvatis Gesicht gesehen. Ich finde diese Maske scheiße. Das ist natürlich doof. Also mit Maske sieht man natürlich bescheidener aus, aber... Also ich hätte echt die Maske von Parvati würde ich echt abnehmen, ne? Aber geht nicht. Schade. So. Mit dir kann ich reden? Kann mit allen reden? Unterhaltsam sind die nicht. Oh, Alkohol. Was? Pseudo-Apfelsaft. Ein Pseudo-Badezimmer. Und etwas, das verschlossen ist. Hätte sein können, dass es nur witzige Barspiele gibt oder sowas. Kann ich mit dir reden? I don't know you. Ja, dann lernen wir uns halt kennen. Hey, ich bin Heinrich. Ach ne, wir können lügen. Weil unser Schiff ist ja ein anderes. Und die werden wir eh alle töten hier, glaube ich. Ich glaube, wir bringen die hier alle um aus der Konzernfabrik. Die sehen auch alle so traurig aus. Aha. The unreliable, you say? Never heard of any company supply ship with that particular name. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Tja, Wahrnehmung, Charisma. Ja, ich glaube, herrliches Lokal ist es nicht. Geht hier etwas vor sich, von dem ich wissen sollte? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand, but you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Soll mir recht sein. Dann zeig mal her, was du auf Lager hast. Ich habe jetzt Leute kennengelernt. Sie wirken eigentlich ganz nett. Das brauchen wir nicht erwähnen. Coming right up. Was hast du denn so Nettes? Cool, was kann ich damit machen? Nur saufen? Geistesattribute plus 1. Und Persönlichkeitsattribut plus 1, aber alles andere geht runter. Ich weiß nicht. Braucht man nicht. Soweit dazu. Ich weiß nicht, war mal überall mal hier drin. Hier wird was gesucht.
gesucht. Bertie Cotton von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spencer Joyce. Ein Vollstreckungsbefehl für Bert Cotton. Mit sofortiger Wirkung. Ehemaliger Vicar, stationiert in der Pfarrerei von Edgewater. Vicarsamt von Ordnungen des wissenschaftlichen Diskurses, Diözese, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Aberkannt. Flüchtig und gefährlich eingestuft. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum. Mord an unbescholtenen Konzernangestellten. Aufrührertum und nicht autorisierter Verwendung medizinischer Vorräte. Großzügige Prämie. Bezahlung bei Ablieferung. Unterschrift mit eigenem Namen erforderlich. Weitere Informationen beim Gendarm Weiss? Hat die Fresse haben wir noch nicht gesehen, oder? Ach, hier ist noch einer. Gesucht. Jill Antrim. Von der Abteilung für Ruhestand, Terminierung und Rückführung von Spencer's Choice. Ein Vollstreckungshaftbefehl für Gulliman Antrim mit sofortiger Wirkung. Früherer Assistenzmechaniker im Dienst von Spencer's Choice wegen autorisierter Verwendung von Adrena Time. Von seiner Stelle entbunden und aus Edgewater entfernt. Gesucht wegen Zerstörung von Konzerneigentum, Mord an unbescholtenen Konzernangestellten, Diebstahl und nicht autorisierte Verwendung medizinischer Vorräte. Ja, Katze, hi. Ja. Und ja, großzügige Prämie, bla bla bla, nach Ablieferung, okay. Was ist denn, kleine Katze? Komm mal her. So, willst du Aufmerksamkeit? Jetzt hast du Aufmerksamkeit. Hm? Ja, aua, das war mein Mikro. Wish we had some better rations. Stimmt, hier waren wir gar nicht drin. At least you got your health. I've never actually been in here. Oh, meine Zone liegt hier einfach. Ah ja, es ist Parvati. Du gefällst mir einfach nicht mehr. Mit dieser hässlichen Maske. Warum habe ich sie dir auf den Kopf getan? Warum kann ich diese verfickte Maske nicht wieder runternehmen? Ich will sie nicht inspizieren, ich will sie wegnehmen. Kann doch nicht so schwer sein, einfach so eine Maske wieder abzunehmen, verdammt. Das finde ich voll doof. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Hol dir 3 kriminalistische Untersuchungen und die 4. ist gratis. Wenn ihr Hilfe bei einem Plündererproblem braucht, könnt ihr mich anheuern. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Warte mal. Mache sie kalt und bring mir ihre Finger. Okay, dann können wir sie töten. Naja, Fragen brauchen wir nicht stellen. Gut, dann sind wir doch eher kein Han Solo, sind wir eher mal ein Boba Fett, ne? Auftragskiller. This is where the magic happens. Well, science. But it still happens. 67, also halb voll. Jetzt haben wir wieder so viel Sachen zu tun. Scheiß Viecher. Ja, solchen Viechern, die sollte man in die Beine schießen. Haben wir irgendwelche Infos, wo die Leute... Oh, jetzt brauchen wir Latz. Was ist jetzt an einem Laden der Karte so schwer? So, Karte. Ach, wir hätten mal in der Stadt nach den Büchern suchen sollen. Ah, jetzt. Ja, da ist die Zoe.
Wo sind die drei Bände so? Das dritte wissen wir nicht, wo es ist. Stimmt. Eins ist direkt vor uns. Wo sind die Leute? Einer ist bei Zoe. Gut, ich würde sagen, wir gucken erstmal nach einem Tagebuch. Ne, warte mal. Eins von den drei Bänden, weil die sind ja direkt davor. Und dann gehen wir Richtung Zoe. Aber Zoe sollte man doch nicht töten, oder? Nö, Zoe steht da nicht drauf. Gut. Hatten wir die hier Typen, die hier mal waren, nicht schon getötet? Oder sind wir beim Versuch gestorben? Oh, sind gestorben. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe das Gewehr? So, mal schnell die Waffen. Der Helm gefällt mir so gar nicht. Der stört mich so dermaßen von Parvati. Die hat so ein süßes Gesicht gehabt und dann kommt diese scheiß Maske. Ey, ich muss die abkriegen. So. Ich brauche mehr Munition für die eine Waffe. Ah, die sind gut. Ach, können wir auch gleich einsetzen. Nice. Bergbaurüstung. Schmerz ist leer. Taschenuhr. Schade, dass auch nicht angezeigt wird, welche Munition man braucht. Aber ich denke mal, für das Maschinengewehr brauchen wir schwere Munition oder so. Müssen wir mal im Menü gucken. Waffenteile. Hier ist verschlossen. Gut, der kann fliegen. Oh, mit der Pistole geht's aber auch. Oh, hier war mal ein Bewohner. Mehrere sogar, die tot sind. Also von diesen Wächtersäbeln kriegst du hinterher geschmissen. Oh, eine Halskette. Die sah besonders aus. Haben wir hier eine Kistenlandschaft? Rüstungsteile. Rüstungsteile. Dann gehen wir mal rein. Oh, viel Kleinkram. Halskette? Wo ist denn das Scheißbuch?
Ah, Händler. Cool. Kaufen. Ich hätte gerne Munition. Was für eine... Warte mal, verkaufen? Sehe ich bei meiner Waffe hier? Sehe ich wahrscheinlich nicht. Aber ich denke mal, es wird schwere Munition sein. So viel haben wir ja gar nicht. Was kann man kaufen? So, was können wir denn verkaufen? Hier, diese ganzen hässlichen Teile hier. Ah, hier ist noch. Nee. Ich dachte, da gibt's. Ah. Achso, so kann ich jetzt befehlen, aber. Hm? Ich habe vergessen, was ist es sein soll, diese Befehle hier. Keine Gefangene machen. Die haben ja auch nur geplündert. Wollten sich zwar ergeben, aber... Nicht mit mir! Ein Feuerzeug. Hm. Mann, war das Tier hart. Oh, ein Säbel. Kann ich einen Säbel mitnehmen? Antiker Säbel. Sieht cool aus. Oh, der hält was aus. Hm. Spacer's Choice. Machen wir erstmal das EG. Ich suche erstmal das EG. So. Terminalzugang. Hacken. Erste Hilfe Schlüsselkarte encodieren. Machen wir doch mal. Haben wir gemacht. Danke für dein Vertrauen. Zurück zum Sammelverzeichnis. Protokolle. Zusammenfassung. Die Ausstellung Geschichte von Emerald Vale wird nach der Fertigstellung die stolze Geschichte unserer Siedlung für die Nachwelt festhalten. Die Zusammenstellung von Erinnerungsstücken aus der Gründungszeit unserer Siedlung wird den harten Einsatz der Spacer-Familie in der Eingangshalle der Versammlungszentrum zur Schau stellen. Im Zentrum, ja bla, nichts Interessantes, ups. Nee, da lag doch... Nein. Ah. Tab lassen. Das, was daneben liegt, wollte ich gerne haben. Das ist ein Raumschiff, Modellraumschiff. Gegenstandreparatur. Es wird von dir erwartet, Firmausrüstung in gutem Zustand zu erhalten. Einer deiner Gegenstände braucht eine Reparatur.
Ich brauche alles eine Reparatur. Bemerkenswerter Säbel. Bestimmt irgendein Dekokram. Ich habe doch irgendwas mit dem Schiff gesehen. Wo habe ich mich verguckt? Habe ich mich wo verguckt? Doch, da. Ach, Raumschiffsmodell. Ein kleines Modell eines Raumschiffs. Ja, ist schön. Okay. Versperrt. Alter, da! Erst schreien und dann untersuchen. Demnächst. Mantikönigin. Ergötzt euch an der großartigen Mantikönigin, die Herrscherin ihres Nestes. Importiert von Terra 1, um euch zu erregen und eure Vorstellungskraft anzuheizen. Ja, ist nicht drin. Möter. Peter Lupus Familiaris. Möter. Ein Beiname für wissenschaftlicher Begriff für meutere Köter. Gibt es im ganz Emerald Vale in unterschiedlichen Varianten. Domestiziert und wild. Wilde Möter jagen in Rudeln. Domestizierte Möter können zwar loyale Begleiter sein, aber der Möter als solcher ist noch immer ein wildes Tier und sollte stets mit Vorsicht behandelt werden. Ja, danke für die Info. Ja, Katze, was kann ich gegen dich tun? So. Entschuldigung, Katze braucht Aufmerksamkeit. Untersuchung. Troklos. Die Darstellung bietet zwei mächtige Troklos ab und erforderte extensive Feldforschung. Egal. Also. Ah, Fisches gibt's auch. Saltuna. Salmondiane Salinis. Wenn Ozean und Flüsse das Herz und die Adern von Emerald Vale sind, dann ist Sultana unser höchst profitables Blut. Diese fleißigen Fische leben im Ozean und wandern in der Paarungszeit, bla 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 bla. Naja, nichts Wichtiges, okay. Hätte sein können, dass es ganz böse Viecher sind. Auch wieder tote Zivilisten. Ah, gute Schränke. Oh, können wir öffnen? Erste Hilfe Zimmerschlüssel. Na super, dann kommen wir hier nur hier raus. Ah ne, gar nicht. Da ist noch Erste Hilfe Raum. Taktischer Körperpanzer. Oh, abgesägte Schrotflinte. Lass mich raten, die abgesägte Schrotflinte braucht auch schwere Munition. Magazingröße leicht. Tja. Müssen wir mal gleich testen. Na, mein Kleiner, wo bist du jetzt hin? Nachrichten. Ach, brauchen wir jetzt nicht.
experimentelle Androchlin aufheben. Machen wir. Brauchen wir bestimmt auch für irgendeine Mission oder sowas. Ne? Wenn nicht, gibt es vielleicht ganz gutes Geld. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Hier reinzugehen. Ach, hier sind wir wieder mal am Anfang. Ich krieg dich noch. Wo bist du? Es macht sich lustig über uns. Gemeines Vieh. Wir würden gerne jetzt nochmal hochgehen. Guck mal da drin. Oh ja. Verkrüppelt, aber nicht getötet. Ah ja, Schrot haben wir jetzt auch. Hä? Ist der bescheuert? Warum ist er nicht weiter gegen mich gelaufen? Ah, die Schrot, ich weiß nicht. Hat mich noch nicht so überzeugt. Da fehlt der Bums hinter. Da fehlt einfach der Bums hinter. Ja, da war doch was. Maschinenbau Handbuch 1. Ja, hab ihn. Einfach nur, weil ich es kann und die Viecher nicht mag. Sind wir von da gekommen oder sind wir von da gekommen? Ne, wir sind von hier gekommen. Ach ne, wir waren auch hier. Gut, dann sind wir durch. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir doch mal... Ach, es lädt schon wieder. Wir wissen es ja auswendig. Wir gehen jetzt nochmal zu Zoe. Ich glaube, das war... Da lang, ne? Schnellreise. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Ich habe den Ort aber entdeckt. Mal zu Zoe. Ja. Oh. Nee, nicht die gute Waffe dafür verschwenden. Standardpistole ist noch, reicht noch aus für die Gegner hier zumindest. Oh, wir haben wirklich in das Bein abgeschossen. Oh, das war cool. Das erfreut mich. Easy.
Bei Fallout nämlich immer richtig viel Spaß gemacht, gezielt die Gliedmaßen abzuschießen. War da schon mal. Ja. Aber nicht hinten, wie ich gerade sehe. Naja. Müssen ja nicht alles aufheben. Oh, nicht schon diese scheiß Steine. Naja, hier waren die Gorillas, ne? Oder wie sie auch mal hießen. Hier war keiner. Hat die gekillt? Nee, ne? Oh. Opas Zuverlässigkeit aufheben. Oh. Oh, nette Rüstung. Opas Zuverlässigkeit gefällt mir. Da ist einer. Ich will mal Opas Zuverlässigkeit testen. Scheint auch eine besondere Waffe zu sein. War nur einer? Waffe gefällt mir. Jetzt haben wir schon mal zwei Waffen, die uns gefallen. Ich habe immer so ein kleines, mulmiges Gefühl, dass es hier gleich eine Art Falle vielleicht ist. Der hat eine taktische Schrotflinte. Ja, super. Sind wir schon voll? Nee, okay. Ah, jetzt können wir das mal öffnen. Wow. So. Also ich glaube, langsam haben wir ja alles erkundet, ja? Also es gibt noch ein, zwei Orte, die wir nicht erkundet haben, quasi, aber das und das, aber eins ist davon ja dieses Geo Dingsbums. Hm, ein Vieh, was lebt? Haben die alle gekillt? Oh! Here we go! Scheiße, Parvati! Was ist denn jetzt los hier? Kein Kommentar. Wir haben doch da schon alle erledigt. Warum sind jetzt auf einmal da alle wieder losgespawnt, verdammte Axt? Oh nee, jetzt muss ich hier wieder rausrennen. Ach. Jetzt müssen wir die da oben wieder erwähnen. Warte mal. Wenn wir jetzt gerade da losgestartet sind, wo ich denke, dann habe ich doch noch gar nicht. Na. Fuck. Das ärgert mich jetzt. Na gut. Aber ich brauche die Waffe. Nee, die war... Oh, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Tut mir leid. Oh, versuchen wir uns zu beeilen hier. Die Zeit ein bisschen aufzuholen. Tut mir leid, dass ich gerade gestorben bin. Aber ich bin mal wieder in eine Mine reingelaufen und ich habe mal wieder... Achso, guck mal jetzt.
Ich habe die Mine nicht gesehen. Und viel schlimmer ist, fände ich, dass wir jetzt nochmal unten reinlaufen müssen. Und wenn jetzt wieder von diesen Trollgedöns wieder 50 Viecher drin sind, dann ärgert es mich, weil Opas Waffe gefällt mir richtig gut. Nee, scheint keiner da zu sein. Und wenn wir die Leute gleich gekillt haben, die 20, dann haben wir wieder so viel Krempel und können gar nicht laufen. Und da hinten lag noch eine taktische Schrotflinte. Es kann sein, dass die besser ist als die Flinte, die wir haben. So. Ich rüste die gleich mal aus. Ich mag die Waffe jetzt schon. Here we go. Könnte ich langsam 5 Slots gebrauchen. So, ja, sind wir schon fast nämlich wieder voll. Vati bleibt mal hier, genau. Kann ich das irgendwie einstellen, dass sie hier bleibt? Yep, be right over. Wird das nochmal beschrieben irgendwo? Ich habe es echt vergessen, was dieses Steuerung. Ja, wird ja nicht beschrieben. Gameplay, ja. Achso, hier, Tasten X. Ja, cool. So, Begleiterangriff. Spezialität oder Spezialfähigkeit vom Begleiter und Begleiter bewegen, gedrückt halten, folgen. Okay. Sind ja gerade alle irgendwie gekommen. Du. Na gut. Ich überlege gerade, von wo wir aus besser angreifen können. Wo war die Mine? Vielleicht kann die Mine uns ja noch helfen. Dass die quasi in die Mine. Oh, oder wir machen es von gegenüber. Könnt vielleicht vorbeischleichen oder so. Aber wir wollen ja eh denn ihre Sachen. Okay, wir kommen. Ah, das war einer von den Plünderern. Was? Begleitervorteile? Ja, komm jetzt nicht damit. Stufe 5! Okay, deswegen waren Leute hier, weil hier einer von diesen Typen war. Die wir gerade erledigt haben. So, eine Waffe nachladen können wir.
Waffe nachladen. Ey, ich brauche deinen Finger oder so. War nicht ganz überfüllt, aber wir arbeiten dran. Ach, da oben ist auch wieder einer. Ah, ist in Deckung gegangen. Ja, Katze, ich komme gleich zu dir. Achso. Ich dachte, das wäre Parvati gerade, aber es war nicht Parvati. Wo ist die Tussi jetzt hin? Die ist doch hier rum. Ach, da. Hey, Zoe. Wow. You crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. So, bist du Zoe? Deine Leute suchen nach dir. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Ich sollte nach dir suchen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Geh zurück. Einschüchtern können wir nicht. Überzeugen. Ah, überzeugen wir sie. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Tja, dann gehen wir auch da mal hin. Jawohl, machen wir mal Schnellreise. Wo war die? Da. What is it? Was gibt's? Ich habe sie überzeugt, zurückzukommen. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Sie ist einer Gruppe Plünderern beigetreten, das muss man nicht erzählen. Irgendwelche Träume von einer Banditenkarriere. Ich möchte ungern weiter ins Detail gehen, das nehmen wir. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Ja. Einige deiner Waffen sind kaputt. Ja, das sehe ich auch so. Wir haben ein Buch und einen gekillt. Quasi. Bringen wir erstmal das Buch nochmal zurück. Wo war der? Der war da hinten, ne? Ruf bei Tessateure erhöht. Any luck finding one of those manuals? Ja, wir haben Lehrbücher gefunden. Heute ist dein Glück, sagt Thomas. Ich habe eins von diesen Datapads, die du dringend gesucht hast. No kidding! Really? Ja. Yeah. Well, which one? Keine Ahnung. Teil 1. Habe ich in einem Archiv der Versammlung, Versammlungsturm gefunden. Genau. Look at that! Building a computing machine out of Spectrum Potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. Und noch mehr den Ruf erhöht. One data pad's enough to guide me down my newfound path. Just remember, I got something saved for you if you find me all three. Ja, ich bin. Ich möchte auch was ganz Besonderes haben. Bin ja auch was ganz Besonderes. So, dann werde ich jetzt wieder hier nach Edgewater zurückkehren. Dann werden wir uns mal unsere Sachen reparieren. Und wahrscheinlich auch wieder verkaufen. Können wir mal kurz gucken.
Die Waffen will ich behalten. Obwohl, wir haben ein neues Gewehr gefunden und dieses Sturmgewehr. Die taktische Schrotflinte. Stufe 5. Jetzt kann ich die Pistole endlich benutzen, ne? Die ist ja auch schon fast defekt. So, dann nehmen wir auch dieses Sturmgewehr. Den Säbel. Was haben wir da noch? Leichtes Sturmgewehr. 215 Schaden. 180. 30 Schuss. Weniger Schaden, aber mehr Schuss. Und den Spezialeffekt bringt Gegner zum Taumeln. Klingt gut, will ich testen. Plasma-Gewehr. Och, alles tolle Sachen. Haben wir noch Kleidung dazu gekriegt? Ah, hier die kann ich einfach mal austauschen. Der bringt wieder Tech-Fertigkeiten. Auch Tech-Fertigkeiten. Aber ist leicht. Die ist, kann man verkaufen. Tarnung. Rüstung 4. Verkaufen. Tarnung und schwere Waffen. Eigentlich was für mich. Geben wir mal auf. Gut. Der Revolver sieht irgendwie cool aus. Nee, da war nicht der Händler. Wo war jetzt gottverdammt der Händler? Da hinten. Nee, da war er auch nicht. Du bist kein Händler. Gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Weil ich mal woanders reingekommen bin. Aber es ist Spencer's Choice. Da wollen wir nicht rein. Das war nichts. Das, da können wir auch mal kurz rein sagen. Hallo, wir haben hier einen Finger für dich. Something to report? Ja. Arzneimittel? Nee, die hebe ich nochmal auf. We pay by the finger. What do you have for me? Ja. Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. He was just a kid last I saw him. Shame. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Ja. Ich arbeite dran, noch mehr Finger für dich zu suchen, ja. Das ist nicht der Händler. Wo war denn der Händler, verdammt? Da! Da ist er doch. Eddie Ho. Hallo? Textfeld. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Music to my ears. Ja, für mich auch. So. Was verkaufen möchten wir? Das kann weg. Das kann weg. Den Granatwerfer hebe ich nochmal auf. Eine leichte Pistole nehmen wir auch nochmal auf. Die kann weg. Ah, ich muss mich von Sachen trennen, ne? 200 Schaden, die andere Schrotflinte. Ach komm, ich hau die weg. Und die Pistole habe ich auch. Ach, die finden wir auch wieder neu. Hauen wir auch weg. Und einen von diesen Gewehren haben wir auch weg. So. Die wollten wir behalten und die können alle weg. Oder? Taktische Rüstung. Rüstung 4 kann weg. So, kannst du mal bitte alles reparieren? Was kostet das alles? Alten. Kann ich gleich alles reparieren?
Kostet richtig Geld, sie zu reparieren. Ist ja richtig teuer. Na gut. Region. Wo können wir jetzt als nächstes hin? Ah, hier ist ein Buch und quasi wieder so ein Verbrecher, den wir töten müssen. Und dann müssen wir mal gucken, wo die nächsten sind. Was ist das denn hier hinten in der Ecke? Aber hier waren wir ja schon. Aber vielleicht sind sie jetzt erst aufgetaucht, die Verbrecher. Also da könnte man nochmal hinlaufen. Hier auf jeden Fall. Dann können wir das mal angucken. Gut, das machen wir aber nicht mal heute. Das machen wir dann nächstes Mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.